Gut, dann kommen wir zum nächsten Beitrag. Wie gesagt, Oliver Jecker arbeitet für den Kanton Solothurn seit circa ein Jahr, oder? Vorher hat er für den Kanton Aargau gearbeitet. Und der Kanton Solothurn ist ja eigentlich ein Pionier in Sachen Foskis in der Schweiz. Und hat aber das Problem, dass die Infrastruktur über die Jahre hinweg angewachsen ist mit sehr vielen kleinen und größeren Applikationen und Tools. Und da ist oft sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Und dieser Problematik hat sich jetzt das Team angenommen. Und ich bin gespannt, was die Lösungsansätze für die Dokumentation einer komplexen Infrastruktur sind. Schön. Danke. Guten Morgen aus der Schweiz. Mein Vortrag heißt, kennst du deine GDI? Also sprich, richtet sich an die Personen primär, die eben eine GDI verwalten. Ja, wir haben sehr viele tolle Open-Source-GDI-Komponenten. Da sind nur ein paar daraus abgebildet. Ich denke, in jeder typischen GDI sind da mehrere davon im Einsatz, bei uns auch. Und das endet ja auch ab und zu, also das entwickelt sich, wenn die GDI in der Zeit fortschreitet. Dann, eine GDI hat viele Applikationen, die von der GDI abhängen und Informationen daraus beziehen. Seien das konfigurierte Karten in verschiedensten Clients, dann natürlich Kartendienste, dann auch Direktzugriffe auf Vektordaten im PostGIS typischerweise oder Rasterdaten in einer Dateiablage. Auch Datendienste, WFS und bei uns werden dann auch Restdienste eingesetzt werden. Und dann hat man noch spezifische Schnittstellendienste zu anderen Applikationen, zum Beispiel zu einer Geschäftsverwaltung. Ausgangsdaten und Produkte. Wir haben einige Datensätze, die sind sehr vielfältig, werden die verwendet und wiederverwendet. Und da hat man ETL-Prozesse dazwischen geschaltet und da X-Ableitungen. Und ja, auch das ein Feld, das man im Überblick behalten muss. Summiert bedeutet ja das für uns mit dem Wachsen der GDI, dass uns irgendeinmal der Kopf ganz gehörig rauchte und wir suchten da nach einer Lösung. Also die Informationen waren sehr stark in den Köpfen, auch verteilt, nicht in jedem Kopf dasselbe. Und ja, kennt man wahrscheinlich das Problem. Dann geht ein Mitarbeiter mal in eine andere Firma. Das ist immer schade. Und für all diese Fragestellungen suchten wir eine Lösung. Und vor gut einem Jahr haben wir mit der Unterstützung von der Ware Group ein Konzept erstellt. Und ein Teil daraus war eben die Überlegung, die wesentlichen Beziehungen festzuhalten. Und auf Basis dieser Überlegung haben wir dann ein Metamodell erstellt. Also es ist einfach ein konzeptionelles Datenmodell, welches ich euch nun im Rest des Vortrages näher bringen möchte. Was sind die wesentlichen zwei Lösungsansätze im Metamodell drin? Der erste Lösungsansatz ist, wiederkehrende Standardobjekte einmalig strukturiert zu beschreiben. Und was sind Standardobjekte in der Geoinformatik? Das sind die Datensätze selbst, Vektordaten, tabellarische Daten, Rasterdaten, dann Dienste und Karten und Kartenebenen. Das zweite wichtige Element im Lösungsansatz ist, die Beziehungen festzuhalten. Und zwar einerseits die Beziehungen unter den Standardkomponenten, hier in grün dargestellt, und als zweites die Beziehungen
zu den Applikationen, die dann die Standardobjekte konsumieren und von ihnen abhängig sind. Gut, das Metamodell, ja, es ist nicht riesig, es ist auch nicht klein. Im Rahmen vom Vortrag heute möchte ich euch insbesondere diese drei eingerahmten Bereiche des Metamodells näher bringen. Ich beginne dann mit dem grünen Teil, das sind die Beziehungen zwischen Daten und Karten. Im roten Teil, da sind die Beziehungen abgebildet zwischen Daten, Diensten und Applikationen. Und im gelben Teil die Beziehungen von Ausgangsdaten und ihren Ableitungen. Gut, Beziehungen, Daten, Karten. Bitte entschuldigt da all die roten Rähnchen. Ich bin schon auf Plan B im PDF. Im ODP, das nicht funktioniert, würde ich mit den Rähmchen durch diese Folie führen. Ich mache es jetzt auf der Tonspur. Gut, die Klassen, die da involviert sind in diesem Teilmodell, das ist links das Dataset. Das ist einfach ein Datensatz, also sprich eine Tabelle oder eine Rasterebene. Dann Dataset View. Das ist eine Darstellung eines Datensatzes. Und ihr seht hier die Beziehung dazwischen. Ihr sagt, ja, ich kann auch 5 Darstellungen haben für das Gleiche. Zum Beispiel ein Parzellendatensatz habe ich dann auf 5 verschiedene Arten dargestellt. Dann das Product Set. Das ist eine Gruppe von Datensätzen oder von Darstellungen. Das seht ihr auch an der grünen Beziehung, die besagt, ein Product Set contains Data Product oben und das Data Product kann dann wiederum eben sein ein Dataset oder eine Dataset View. Wer es kennt, das ist das Composite Pattern, sprich damit kann ich eine beliebig verschachtelte Karte dann letztendlich mir zusammen konfigurieren. Die Map rechts unten, die besitzt einfach noch eine zweite Beziehung BG-Layer, um die Hintergrundebenen konfigurieren zu können. Jetzt, wozu nutzen wir das? Das werden wir einsetzen, eben wichtig immer, Übersicht behalten. Und aus dieser Struktur werden wir automatisch QGIS-Projektfile-Teile konfigurieren und WMS, WFS, WebGIS-Karten. Dann Beziehungen, Datendienste, Applikationen. Im Diagramm links die Daten in der Klasse Data Product. Und dann auf der rechten Seite 3 Klassen, die eigentlich etwas Applikatorisches, etwas Funktionales darstellen. Und ganz wichtig ist die Beziehung zwischen Data Product und Software Component. Ein typisches Beispiel hier ist, ich habe einen Dienst, das ist eine Software Komponente und diese ist abhängig von Datensätzen. Also wenn das zum Beispiel ein WFS ist oder ein WMS, die arbeiten ja immer sehr eng mit den Daten zusammen. Damit habe ich die Übersicht, was wovon abhängt. Die Beziehung funktioniert auch auf die andere Seite. Das Ergebnis eines WFS, wenn ich zum Beispiel ein WFS vom Bund oder von einer anderen GDI anzapfe, dann erhalte ich ja als Resultat des WFS eigentlich ein Data Product. Der gibt mir ja auch in dem Sinn einen Datensatz zurück. Sprich, das ist dann die Abhängigkeit auf die andere Seite von einem Data Product auf einen Service. Das brauchen wir primär mal
um den Überblick zu behalten. Eben wenn wir eine Schemaänderung bekommen, um zu sehen, wo müssen wir da überall Hand anlegen. Und wir werden die Beziehungen auch nutzen, um das Verhalten des WebGIS-Clients zu steuern. Also sprich, wenn ich einen spezifischen Dienst habe zum Informationen generieren, dann weiß das das Metamodell und ich kann im WebGIS das GUI entsprechend rendern. Gut, Ausgangsdaten und Produkte. Das kennen wahrscheinlich einige von euch. Das ist eigentlich ETL, Extract, Transform, Load. Und das Transform darin, das ist die Klasse Transformation. Und die hat zwei Beziehungen zu Datensätzen. Und wenn ich jetzt vom Resultat-Datensatz aus schaue, dann ist das eben ein Resultat einer Transformation, sprich, das ist die linke obere Beziehung. Und diese Transformation wiederum verwendet meinetwegen 5 andere Datensätze. Und damit habe ich diese Abhängigkeiten konfiguriert. Und wie das Diagramm links oben zeigt, habe ich ja häufig auch Verkettungen. Das ist ein Zwischenresultat, ist dann wieder ein Ausgangsdatensatz für eine weitere Verarbeitung. Und mit diesem Wissen kann ich dann diese Verkettungen automatisch anwerfen, wenn ganz links außen eine Datenaktualisierung reinkommt. Gut, ich bin auf diese drei Teile des Metamodells eingegangen. Ihr seht da links und rechts oben, es gibt noch 2 weitere Teile im Metamodell. Das linke obere kümmert sich um Benutzer- und Rechteverwaltung und das rechte obere um schlichte Kontaktinformationen, also ich habe eine Komponente, die läuft seit 5 Jahren wunderbar und jetzt kommt eine Änderung rein, damit wir einfach an einer Stelle registriert haben, wer sind da die Ansprechpersonen. Ich wäre schon am Ende des Vortrages. Möchte ich mich bedanken und ich denke, das ist ein hochspannendes Thema. Mir ist auch keine andere Organisation bekannt, zumindest in der Schweiz, die sich dem einmal wirklich angenommen hat, diesem Problem. Weil das Problem haben wahrscheinlich wir alle, die eine größere GDI betreiben. Und darum bin ich mir auch sicher, dass da jede Menge Fragen gibt oder Vorschläge oder... Ich habe eine Frage, sind die Informationen jetzt auch schon abgefüllt, alle in dieses Modell, oder wird das noch einige Zeit in Anspruch nehmen? Ja, danke für die Frage. Also für mich ist der Zeitpunkt zum das Präsentieren auch sehr günstig. Das ist noch ein konzeptionelles Datenmodell, sprich wir sind am Ende der Konzeptphase. Also das gibt's noch nicht implementiert. Und wir sind da auch dankbar, wenn irgendwelche Vorschläge kommen, ja, macht es doch so oder habt ihr gedacht an und so weiter. Wenn ich die Grafik richtig in Erinnerung habe, die Übersicht, dann fehlt mir die Beziehung zwischen den Usern und also Berechtigungen auf den Datensätzen tatsächlich. Ah, ja. Genau, das habe ich ausgeblendet, da muss ich da nach hinten. Das ist eben das linke obere Teilmodell. Und da, genau, Permitted, das ist dann der Benutzer, die Klasse Permitted. Und die hat über Resource Permission dann die Beziehung zu einer GDI-Ressource. Und alles, fast alles im unteren Teilmodell ist eine GDI-Ressource.
Gibt es da Ambitionen oder Pläne, das irgendwie zu dokumentieren und anderen bereitzustellen? Oder? Ja, also die Dokumentation ist auch für uns wichtig und das wird Open Source sein, die Implementation davon. Ich hätte auch noch eine kurze Zwischenfrage, bevor wir da hinten weitermachen. Gibt es dann ein Werkzeug geplant, das zu verwalten, ein GUI, irgendetwas? Oder ja. Wie wollt ihr das umsetzen, GUI-mäßig? Was haben wir da gesagt? Weiß ich nicht mehr auswendig. Aber es wird ein GUI geben, das auf verschiedenen Plattformen laufen wird. Ja. Webbasiert, oder? Wahrscheinlich, ja. Bei dem Informationsmodell gibt es da eine Abbildung auf die Hardware-Ebene? Also welche Server, auf welchen Servern das läuft oder die Software-Komponente, wenn man jetzt im Bereich von Diensten guckt zum Beispiel? Danke, das haben wir diskutiert und im Moment noch nicht gemacht. Das ist noch nicht Teil vom Modell. Das primär deckt das die Software-Seite an und noch nicht, wo jetzt dein Modul, auf welchem Server das läuft. Wir haben noch viel Zeit. Also können wirklich auch eine Diskussion führen, gerne. Weil das ja auch in einem frühen Stadium noch ist, wäre das ein günstiger Zeitpunkt. Ja, also hier die Frage, wie wird denn angestrebt, das ganze System dann quasi auch über die Standard-Metadaten letztendlich zu beschreiben, oder soll es einfach nochmal ein paralleles Metamodell zu den Metadaten, die ja sowieso alle Dienste und Datensätze und Anwendungen eigentlich haben sollten, die ja auch bestimmte Verknüpfungen schon ermöglichen, soll das parallel sein oder soll das da in die Metadaten integriert werden? Ja, also der Stand bei uns bezüglich der Metadaten ist, der Fokus ist auf den Datensätzen. Und ich glaube, das ist erkennbar, der Fokus dieser Metadaten ist eben insbesondere die Prozesse, die Abhängigkeiten zwischen Daten, Diensten, Applikationen. Und das wird einen Moment parallel laufen jetzt bei uns, aber dann ist schon der Ansatz, dass es dann integriert wird. Das machen wir schrittweise. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar ist es, wer ist genau der Anwender dann solcher Systems? Ist es rein intern oder ist es auch eben geeignet, Teile daraus zu publizieren für, sagen wir jetzt, über die GIS-Fachstelle hinaus für andere Ämter, oder habt ihr das schon durchgedacht, oder? Ja, also bei uns ist der Ansatz noch eher intern, dass das die GIS-Fachstelle betreut. Aber natürlich kann man die Benutzeroberfläche, um das Datenmodell zu pflegen, kann man auch freischalten für weitere Benutzer.